Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils. Und weiter geht's mit dem Abenteuer von Spyro. Hier sind wir wieder. Ich habe 13 Leben. Und wieder sind diese grässlichen Kreaturen in meinem Land. Die gilt es jetzt erstmal hier wieder zu vertreiben. Unglaublich, jetzt ist der schon wieder da. Weg aus meinem Land hier! Jawohl, raus hier. Nochmal einer. So, jetzt gucken wir mal hier ein bisschen. Erstmal wieder Schafe. Okay. Haben wir noch eins? Okay. Schauen wir mal, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, was machen wir jetzt? Es gibt jetzt viele Möglichkeiten. Und was glitzert denn da so? Was war das denn? Was war das? So, jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Es gibt ja ein Portal, was ziemlich weit weg ist. Steht auch nicht da, wenn man das öffnet. Das ist neu. Was ist das? Das ist Leben. Okay. Lass uns mal... Steinhügel war mal schon. Steinhügel war mal schon. Jetzt ist halt die Frage... Was? Oder wo gehen wir hin? Es gibt hier ja... Ich lasse die Schafe jetzt mal, will ich am Leben... Gut, die Schafe kommen ja immer wieder. Gibt es noch 14 Leben? Ich weiß nicht, wie viel Leben man haben kann. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen mal darüber. Zum Sonnentempel. Warum? Ich meine, man hat das ja hier... Ich glaube, ich muss in die Mitte springen, um das zu aktivieren. Hui! Kann man immer aktivieren. Hui, hui, hui. Ich meine, es bietet sich an, mal nach Sonnenflug zu gehen, weil es einfach hier in der Nähe ist. Das heißt, es ist auch beabsichtigt, dass man da reingeht. Wie schön das ausschaut, wenn das Wasser fließt und rauscht. Das ist meine Heimat. Wir können natürlich auch hier reingehen. Ins dunkle Tal. Mein Gott, ist das schön, der Himmel. Wir gehen ins dunkle Tal. Ja, mein Name ist Nils. Ihr seid hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir spielen Spyro. Und wir reisen jetzt ins dunkle Tal, um zu sehen, was passiert. Abonniert unseren Kanal, wenn euch die Inhalte hier gefallen. Oh mein Gott. Ist das hier schön. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Berghans Videos sehen wollt, Johnnys Videos und natürlich auch meine. Alter Schwede, das ist eine Kuppel. Ich bin sicher, dass wir das später von unten sehen werden.
Wenn wir nach oben sehen, werden wir hier diesen Bereich hier sehen. Guckt mal, wie schön das glitzert. Okay, dunkle Tal. Dunkles Tal. Das war hier mal mit Steinen. Oder ist es ja immer noch hier bepflastert und ist dann von Grün überwachsen worden. Okay. Das geht hier also alles mit Anrempeln. Der hatte Bücher. Gott, ist das schön gemacht hier. Okay, im dunklen Tal gab es also... Kann ich das hier irgendwie... Kann ich die Kerzen irgendwie einsammeln? Nein. Oh mein Gott, ist das schön. Diese... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Diese Wesen haben dieses... diesen wunderschönen Bereich hier mit Kerzen erfüllt. Kann ich das irgendwie... Das sind Bücher. Ich nenne diese Riesen jetzt mal... Tatsächlich noch einen übersehen. Tatsächlich noch einen übersehen. Was ist das hier? Wer macht diese Kerzen? Sind das magische Kerzen? Oh, wie schön der Mond glänzt. Wie schön erscheint dieses Blau. Wow. Das ist auch so eine Burg. Was ist das hier? Kann ja rumlaufen. Das war ursprünglich mal nicht mit Gras übersät. Aber das sind die Bücher. Kann ich die einsammeln? Gott, ist das schön gemacht hier. Ah, ich hab... Jetzt können wir uns das Ganze aus der Nähe angucken. Aus der Nähe, ja. Aus einer höheren Perspektive. Also, das dunkle Tal bedeutet... Hier waren früher mal Menschen oder Lebewesen, die Bücher gelesen haben. Wunderschön. Die Kerzen sind wunderschön. Wie bei Harry Potter. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Okay, den werde ich wahrscheinlich... Oh Gott, da kriege ich Hunger. Was ist das? Mein Gott, schaut euch diese Farben an. Brauche ich da einen Schlüssel dazu? Ja. Brauche ich einen Schlüssel dazu. Okay, also Aufgabe... Brauchen wir einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel und ich sehe schon, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Fliegen. Das muss ich jetzt mal ein bisschen hier üben. Ja, siehst du? Okay, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Wir brauchen also einen Schlüssel. Das ist natürlich die Frage... Kriegen wir
den Schlüssel her? Wie bin ich denn da hochgekommen? Ja! Jetzt. Okay, wir haben hier Eindringlinge. Eindeutig Lebewesen, die aufgrund ihrer spezifischen Art des Gehabes wahrscheinlich nicht hier rein gehören. 4 Stück. Hier hinten glitzern grüne Diamanten und rote Diamanten. Wir haben hier einen inneren Ring. Hey, jetzt ist auf einmal... Ist da nicht ein Schlüssel drin? Nein, da ist kein Schlüssel drin. Das habe ich jetzt bloß falsch gesehen. Das schaut so unglaublich wertvoll aus. Könnte theoretisch auch eine Falle sein. Weil so an einem sehr spezifischen Ort ist, wo alle was sehen. So, ich könnte jetzt hier drüber fliegen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier mache. Schaut euch die Kerzen an. Normalerweise müsste doch das hier verbrennen. Ja, okay, nicht gut. So. Wir haben einen inneren Ring. Und anscheinend muss ich also wirklich hier rüber. Ah ja, ne, das ist kein Problem. Komm her! Hui! Okay, ich kletter mal hier rauf. Okay, wir gehen mal auf Nummer sicher. Das erinnert mich so an dieses Gefühl von Harry Potter. Diese Farben. Ganz toll. Hallo, Libellchen. Kein Schlüssel, ne? Nein. Alden. Geht's dir, Alden? Boah. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Danke für den Tipp. Also, Sturmangriff. Okay, wir brauchen aber einen Schlüssel. Was ist denn, was kann die sagen? Sprich mit mir, Elfe. Hi, Spyro. Hi. Ich kann ihn wiederholen für später. Okay. Ja, auch hier, das ist überwuchert. Das war also früher mal nicht überwuchert mit Gras. Und fällt euch auf, alle kennen mich, diese Drachen. Also die scheinen mich alle irgendwie zu kennen. Alle kennen meinen Namen, Spyro. So, was mache ich denn jetzt? Warte mal, wenn ich schon hier bin, kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Nein. Heißt, es muss hier noch etwas geben, was ich über... Ah ja, natürlich, ich kann ja hier raus. Gott, ist das schön. Also ich kann hier weitergehen und hier weitergehen. Hier bin ich gekommen. Hier habe ich aber nichts übersehen. Okay. Juhu, juhu, juhu. So schön hier. Also gut, dann lass uns halt mal... hier weitergehen. Geht also einmal nach oben und nach unten. Okay, das war nix. Oh, ich habe überlebt.
Den mal hier fertig. Wow. Okay, das war nix. Wieso kann ich den nicht besiegen? Wieso kann ich den nicht besiegen? Okay, das war nix. Okay, ein Leben weniger. 12. Also ich kann ihn nicht besiegen. Das ist nicht schlimm. Dann lassen wir ihn einfach. Dann lassen wir ihn einfach am Leben. Jetzt fragt sie... Jetzt sind wieder alle da. Okay. Jetzt sind wieder alle da. Wie er sich versteckt in dem Schild. Yeah! Okay, dann lasst uns gucken, was ist hier. Okay, wir haben ja eine... Oha! Oh, oh Gott! Wer kommt denn jetzt da? Ist doch einer, den ich nicht besiegen kann. Oha! Jetzt warte mal, wir probieren das jetzt mal. Okay, das geht nicht, das geht nicht. Raus hier. Warum geht das nicht? Wahnsinn. Ist da hinten irgendwas? Nein. Okay, na gut. Ich weiß nicht, warum ich da nicht durch kann. Was soll das bedeuten? Aber wenn ich hier nicht weiter kann, ich brauche den Schlüssel. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ist hier irgendwas, was ich holen kann? Nein. Das verstehe ich nicht. Okay, wir machen einfach mal weiter. Denn wir kommen letztendlich nicht weiter. Aha, hier geht's doch weiter. Was war das jetzt? Okay. Ich kann nur ihn nicht besiegen. Er greift mich aber auch nicht an. Er bleibt stehen. Er hat dann Eimer auf dem Kopf. Ist der geile Mann. Okay. Was ist... Da kann man nach oben gehen. Noch mehr von dem Typen. Okay. Ist das alles spannend. Oh Mann, ich wollte eigentlich darauf... Feuer, Feuer. Kann ich das Feuer zerstören? Kann ich Schaden durch das Feuer? Okay, wir gehen nach oben. Und ich wollte mir eigentlich den grünen... Das kann nicht wahr sein, oder? Also nochmal, Treppe hoch. Zack, 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 zack. Hierher, ins Eckchen. Alter, ist das schön gemacht hier. Und runter. Und holen. So, cool. Da ist eine Schatztruhe, okay. Auf der linken Seite. Na, genau vor mir. Wie komme ich da hin? Das heißt, hier muss es, wenn ich nach links gehe, einen Weg geben, hinzufliegen. Yes, sir. Leben! Ja! Cool! Haha!